herzliches Willkommen. Wir sind im Monat Oktober und wollen uns anschauen, was uns der neue Monat so zu bieten hat. Also der Wechsel ist ja an dem Wochenende. 30. ist noch September und dann der Sonntag ist dann der 1. Oktober. Nun, wir haben aus dem September die Sonne in der Waage, die Venus im Löwen, den Mars ebenfalls in der Waage. Wir haben Neptun in den Fischen, kann auch einige verwirren. Wir haben den rückläufigen Saturn in den Fischen, den rückläufigen Pluto im Steinbock. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier rückläufig. Dann haben wir eben auch ja viel Erdenergie mit Merkur in der Jungfrau. Da ist eben auch so ein bisschen Kritikfreude und Genauigkeit und Sachlichkeit drin. Gefühlvoll ja so ein bisschen mit der Fischerenergie. Wir haben dann Merkur ab 5. in der Waage. Merkur ist ja die Kommunikation, das kann sehr gut gelingen mit dem Merkur in der Waage. Venus geht am 9. in die Jungfrau, was natürlich sehr sachlich ist, wenig erbaulich, sage ich mal, aber es ist Verlässlichkeit und gute Planung. Pluto wird im Steinbock am 11. Oktober direktläufig. Da kann das zum Thema werden, Macht und Ohnmacht, wie man das umsetzt oder wie es einem begegnet. Der Mars wechselt dann am 12. in den Skorpion. Und das ist eben auch eine sehr starke, zielgerichtete Energie, mit der man eben auch Schwierigkeiten haben kann. Wenn da jemand sehr misstrauisch ist oder man wirklich ausgefragt wird oder da wird wirklich auf Genauigkeit geachtet und natürlich auch auf Ehrgeiz. Ja, Merkur geht in den Skorpion am 22. Auch da wird das in der Kommunikation schwierig. Die Energie des Skorpions kann sehr treffend sein, kann eben auch piesacken, ja. Und die Sonne geht am 23. in den Skorpion. Das kann dazu beitragen, dass man so Ende des Monats so ein bisschen ein Launentief hat oder so ein bisschen hinterfragt und dann wird es auch alles dunkler draußen und so, dass man so ein bisschen in diese negative Schiene verfällt. Versucht da ein bisschen gegen anzugehen. Am 2. sind wir direkt alle mit Neptun und Merkur ein bisschen neben der Spur. Wir sind ein bisschen durcheinander, macht schön langsam. Das wird am nächsten Tag mit Pluto und Merkur besser. Man kann sich auf sein Ziel fokussieren und konzentrieren. Das ist wichtig. Mit Merkur am 5. in der Waage kann man sehr überzeugend sein. Da hat man diese Diplomatie, den Charme. Das Lächeln bewirkt ja manchmal auch Wunder. Allerdings gibt es noch einen Konflikt vom 7. bis 10., weil Mars im Quadrat steht zu Pluto. Mars ist ja noch in der Waage. Und der Pluto ist rückläufig im Steinbock. Also da kann es Schwierigkeiten geben. Vielleicht einmal, dass die Marsenergie zu unentschlossen ist und vielleicht man versucht, irgendwo was durchzusetzen und kann sich vielleicht mit der Marsenergie nicht so durchsetzen. Aber man sollte trotzdem vorsichtig bleiben und diplomatisch. Venus geht dann vom Löwen, wo sie ja lange Zeit war, am 9. in die Jungfrau. Da wird wieder alles sehr sachlich und auch die Finanzen werden geregelt. Also da geht alles nach Schema F. Am 10. steht dann die Venus auch noch Saturn, der ja noch in den Fischen rückläufig ist, gegenüber. Und da ist man sich wirklich nicht mehr sicher, wie man die Dinge findet, wie man die Dinge managen oder erledigen möchte, auch gerade im zwischenmenschlichen Bereich oder auch im finanziellen. Cool bleiben ist da wichtig. Dann am 11. wird ja der Pluto direktläufig im Steinbock. Das kann natürlich dann eben auch besser klappen. Mars geht in den Skorpion am 12. und geht eine sehr gute Verbindung mit Saturn in den Fischen, der rückläufig ist, ein. Also wir haben die Wasserenergie, die sich gut verträgt. Wir haben die Erdenergie, die eigentlich auch gut mit Wasserenergie klarkommt. Aber wie gesagt, wir haben vorher noch dann Waage Mars und rückläufigen Pluto und dann haben wir Skorpion Mars und vorläufigen Pluto. Damit kann man natürlich viel erreichen und wenn noch Saturn mitspielt, dann geht man eben nicht über Leichen, sondern man ist dann auch noch feinfühlig und hört auf seine Intuition. Das ist wiederum gut. Neumond in der Waage haben wir am 14. Neumond ist immer gut für Neubeginne, für neue Sachen, die man anfängt. Warum nicht? Aber nur, wenn man sich nicht übernimmt, wohlgemerkt. Ja. Wir haben dann vom 19. Oktober bis zum 21. haben wir dann eben Sonne und Merkur. Also Merkur ist ja jetzt auch im Skorpion. Und die Sonne ist ja noch in der Waage. Das bedeutet,
Man möchte um jeden Preis sich durchsetzen, auch mit Charme, aber es klingt so ein bisschen intrigant. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Die Waage-Energie ist natürlich sehr charmant und möchte sich nicht streiten, aber die Skorpion-Energie möchte die Dinge um jeden Preis durchsetzen. Es kann sein, dass da charmant um die Ecke gelogen wird oder manipuliert wird. Sollte man zumindest ein Auge drauf haben, ja? Dann haben wir Merkur am 21. im Skorpion. Aber wir haben Quadrate zwischen Merkur, Pluto und Sonne und Pluto. Also da ist viel dicke Luft. Die Energie des Merkur im Skorpion und Pluto im Steinbock sind ein bisschen uneins, ja? Und die Sonne in der Waage und der Pluto im Steinbock sind sich auch uneins. Das kann, also das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Es gibt tatsächlich das Thema Missbrauch. Also im Beruflichen, die Macht wird missbraucht. Und wir hatten ja vorher schon ein bisschen das mit den Intrigen und so. Man sollte vorsichtig vorgehen und sich vielleicht genauestens informieren. Wir haben am 22. zwischen Venus und Jupiter ein Trigon. Venus ist am 22. schon in der Jungfrau. Und Jupiter ist ja noch rückläufig im Stier. Kommen gut miteinander klar. Also ergänzen sich. Man kann auf Dinge zurückgreifen. Ne? Verlässliche Dinge. Merkur und Saturn haben wir auch ein Trigon, eine gute Verbindung zwischen Merkur im Skorpion und Saturn in den Fischen. Beides Wasserenergie. Auch da geht es um schöne, angenehme, zwischenmenschliche Ereignisse und natürlich Unterstützung. Da geht es um, dass man jemanden unter die Arme greift, ihm oder ihr zur Seite steht und umgekehrt. Ja. Und dann haben wir am 23. den Wechsel der Sonne in den Skorpion. Und diese haben wir dann ein Trigon zu Saturn und zum Mond. Also da ist eben auch Saturn in den Fischen natürlich drin und der Mond, ich gucke mal gerade, wo der Mond steht, am 24. haben wir den Mond in den Fischen, also Fischemond. Sehr gefühlvoll, sehr sensitiv und da kann man dann eben auch mit der skorpionischen Energie Klarheit herstellen auf Gefühlsebene. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann haben wir wieder eine Verbindung, die ein bisschen zu risikofreudig machen kann oder wo man sich vielleicht ein kleines bisschen unterschätzt. Das ist dann am 27. bis 29. Jupiter rückläufig im Stier und wir haben dann den Mars im Skorpion. Also Stierenergie und Mars, Marsenergie im Skorpion, da kann es dazu führen, dass man sich überschätzt. Dass man einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sich selbst überschätzt. Da muss man auch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen verbleiben. Merkur kommt dann am 28. dazu, der ist auch im Skorpion. Und das ist sehr kritisch, weil man dann eben auch, ja, so ein bisschen krampfhaft versucht, irgendwas umzusetzen, das anderen aufzudrücken. Bitte, bitte nicht. Passt da bitte auf. Auch privat ist es natürlich Stierenergie mit Jupiter rückläufig im Stier. Kann natürlich sein, dass man auch den Partner oder der Partnerin, ich sag mal, zu sehr auf die Pelle rückt oder vielleicht auch etwas einfordert. Ne? Also wir haben ein paar romantischere Gefühle mit Venus und Uranus am 31. Also da kommt es dann ein bisschen besser. Verlässlichkeit mit Jungfrau, Uranus ist im Stier immer noch rückläufig. Also Verlässlichkeit ist wichtig und Planung. Ich glaube, es ist zum Ende des Monats hin vor allen Dingen wichtig, dass man aufeinander zugeht und nicht etwas verlangt. Ob das jetzt im Job ist oder privat, man kann aufeinander zugehen, man kann versuchen, einen Konsens zu finden, man sollte aber nicht versuchen, dem anderen das unterzujubeln oder aufzuzwängen. Ich glaube, das kommt nicht gut rüber, zumal wir ja da auch hier, so 21. rum auch Intrigen haben, Rechthaberei und das kann eben zum Ende des Monats nochmal auftauchen. Also es ist ein interessanter Monat, aber es kommt natürlich darauf an, was jeder Einzelne von euch auch daraus macht. Und das schauen wir uns jetzt natürlich auch in den einzelnen Sternzeichen an.
Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg. Bleibt cool, bleibt ruhig, entspannt und gut überlegt. Ich glaube, da kann nicht so viel passieren, als wenn man das eben zwischen Tür und Angel macht. Und das gilt natürlich auch weiterhin bis zum Jahresende. Ja, ich sag mal, bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Zwilling, zu deiner Monatslegung Oktober. Nun, deine, es ist eine allgemeine Legung für den Zwilling. Wir schauen uns das astrologische Wetter für den Oktober an und explizit jetzt auch für den Zwilling. So, ich denke mal, dass du mit Neptun und Merkur gerade zu Beginn des Monats am 2. eben auch so ein bisschen durch den Wind bist. Und wenn du das merkst und weißt, solltest du ganz besonders vorsichtig sein, weil Neptun ja auch großen Einfluss auf dich als Zwilling hat. Der Merkur in der Waage am 5. ist natürlich gut. Harmonie, Diplomatie. Venus in Jungfrau macht wenig Freude, weil dann wird es eher sachlich und verlässlich und geplant. Pluto direktläufig im Steinbock ab 11. kann eben auch sehr nervig sein, dass Macht- und Ohnmacht-Themen irgendwie zum Thema werden können, nicht müssen. Mit Mars in Skorpion kann es auch sehr ehrgeizig werden, vielleicht nicht bei dir, aber bei anderen. Und da kann eben auch jemand schon mal seine Ellenbogen ausfahren. Genauso, wenn der Merkur dann am 22. in den Skorpion geht. Und das ist dann auch verbale Ellenbogentaktik, ne? Und dann am 23. auch noch die Sonne in den Skorpion. Da geht so ein bisschen die Stimmung in den Keller. Man kann aber vorsorgen. Man kann eben auch Ausgleich suchen, Dinge, die man tun kann, die einen Freude machen und so. Wir schauen jetzt erstmal, wie das so allgemein für den Zwilling aussieht. Am 2. Intrigen, Lügen, ja. Erst ab 5. wird Merkur dann eben in der Waage für dich eben auch schön unterstützend. Und Mars hilft bis zum 10. Also gibt dir Kraft, gibt dir Durchsetzungsfähigkeit. Und da musst du natürlich auch mitarbeiten. Du musst den Willen haben, die Dinge in eine positive Richtung zu lenken, auch wenn es Widrigkeiten gibt und Schwierigkeiten und Geduld, die man aufbringen muss. Und das ist schon wichtig. Am 10. kann es wirklich auch in Beziehungen ein bisschen schwierig werden. Besser ist es, Aussprachen oder Termine zur Klärung erst so um den 20. rum zu vereinbaren, weil man dann eher kompromissbereit ist. Ja, man hat dann eher die Möglichkeit, sich zu einigen, als bis dorthin dann. Mit Jungfrau Venus ist natürlich so Verlässlichkeit drin, aber nichts Außergewöhnliches. Das ist halt für dich recht langweilig, würde ich sagen, aber versuche dem etwas abzugewinnen, indem du sagst, es ist schön, sich auf jemanden verlassen zu können und diese Verlässlichkeit sollte ich auch an den Tag legen, auch wenn es mal langweilig ist. Vielleicht kümmere ich mich in der Zeit um die Dinge, die liegen geblieben sind, um die Dinge, die mich weiterbringen sollen oder ich widme mich vielleicht auch mit dem Neumond am 14. einem neuen Hobby, einer neuen Sache, je nachdem. Um mich eben so ein bisschen aus dem Alltagstrott rauszuziehen. Kann auch was Sportliches sein, ja. Es ist wichtig, dass du einen Ausgleich hast für dieses Stimmungstief, was wahrscheinlich so Ende Oktober und bis in den November hinein mit den Energien von Skorpion anfallen können. Und dass du da eben auch so ein bisschen Ablenkung hast, aber nicht zu viel. Eine Sache reicht, in der du dich austoben kannst, weil sich zu verzetteln bringt eigentlich nur Ärger. Und ich habe ja gesagt, bis zum Jahresende sollten wir uns alle etwas mehr in Geduld üben und nichts erzwingen wollen. Wir haben ja das auch mit den Intrigen, mit dem Machtmissbrauch oder dem Mobbing, was vorkommen kann. Das haben wir eben, wenn der Pluto wieder direktläufig wird am 11. Und da muss man natürlich auch sehr achtsam sein. Und wir haben auch noch ein paar andere Quadrate mit Merkur und Pluto, Sonne und Pluto. Also das ist schon recht schwierig. Man muss sich dieser Dinge erwehren, indem man sachlich bleibt, sich nicht provozieren lässt und sich natürlich auch möglichst nicht, aus der Reserve locken lässt. Ja, ich glaube, das ist für dich als Zwilling sehr wichtig. Und wenn du dir dann zu viel aufhalst, dann verkraftest du das nicht so gut. Deswegen such dir einen Ausgleich und versuche die Dinge so gut es eben geht hinzubekommen und lass dir noch etwas Freiraum für dich, dass du spontan etwas machen kannst. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg, Durchhaltevermögen und dann schauen wir uns das gleich in den Karten an. Ich bin schon sehr gespannt und sag bis gleich. Ja.
Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind hier im Oktober, wie schon in der Astrologie mitgeteilt, ist ja einiges auch los. Wie sieht's aus nochmal, so über den Daumen? Ja, Intrigen, ja, Neptun ist direkt aktiv Anfang des Monats. Erst ab 5. dann ist auch Merkur wieder, ja, versöhnlich, ne, und wirkt nicht dagegen. Das ist schon mal gut. Mars hilft bis zum 10. Auch du sollst natürlich daran mitwirken, klar. Und Frust in der Beziehung am 10. Wichtige Gespräche auf den 20. legen, damit man dann auch Lösungen findet gemeinsam. Alltagsroutine in Beziehung, klar, mit Venus in Jungfrau. Und das beginnt halt ab 9. Bis dahin ist dann die Venus noch im Löwen. Okay, das klingt erstmal nicht so prickelnd wirklich, aber es kommt ja immer darauf an, was wir daraus machen. Wir haben den freien Willen und wir können natürlich selber entscheiden, wie wir diese Dinge angehen, wie wir ja, uns dafür einsetzen, was uns wirklich wichtig ist und welche Gelegenheiten sich ja auch bieten können. Schauen wir uns das jetzt mal an. Wie sieht es denn für den Zwilling allgemein im Monat Oktober aus? So, wir haben die 4 der Kelche, Unzufriedenheit. Okay, ich verstehe. Das ist auch so die Jungfrau-Energie, die das so alltäglich macht, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben die Zurückhaltung. Also man ist da sowieso ein bisschen zurückhaltender. Man hält an Dingen fest. Okay, man hält sich an das vielleicht auch, was geht. Man ist nervös, unruhig vielleicht auch im Wettbewerbsgedanken. Optimismus ist aber auch da, das ist sehr schön. Und die Enttäuschung. Okay, ich denke mal, dass es nicht so viele Sachen gibt, die erstmal so aufbauend sind. Ja, dass man, ich sag ja, zu Beginn heißt es Intrigen, Lügen und so. Da ist man einfach nicht gut drauf. Ja. Und dann haben wir die Königin der Kelche. Wunderbar. Bedeutet liebevolle Fürsorge, sich kümmern, bekümmert werden. Wir haben aber auch die Illusion, da ist Neptun wieder zugange und fördert vielleicht irgendwas oder forciert irgendwas. Erstmal einen Überblick verschaffen mit dem Gehängten, bevor man zu hohe Erwartungen hat. Eigenliebe ist wichtig. Wie gehe ich mit mir selber um? Ja? Bin ich sehr aufgeschlossen oder bin ich eher zugeknöpft? Und natürlich Zwillinge-Energie, die Liebenden. Ja, was ist mir am liebsten? Was tue ich oder mache ich am liebsten? Was liegt mir besonders am Herzen? Also, ich denke mal, dass du, um Streit zu vermeiden, zurückhaltend bist, einfach dein Ding durchziehst. Aber du merkst, dass da einiges im Busch ist oder unruhig ist und nicht so schön. Und du bist auch enttäuscht oder dein Optimismus kriegt vielleicht auch einen kleinen Dämpfer aufgrund der Situation. Lass dich trotzdem nicht unterkriegen. Liebevolle Fürsorge ist gut, aber hier die hohen Erwartungen stören, sich einen Überblick verschaffen, Eigenliebe und Vorzüge. Wir schauen mal. Der Wagen. Karriere. Ja, ich glaube, dass du da jetzt im Moment nicht so wirklich durchstartest. 7 der Stäbe heißt für seine Sachen einstehen. Du bist ein bisschen stur im Oktober. Ja, es kann sein, dass du dich einfach von einer Sache oder einer Meinung nicht abbringen lässt. Das muss überhaupt nicht schlimm sein. Ne? Kommunikation über das, was ja vielleicht nicht so schön ist oder Wettbewerb. Prioritäten setzen, auch was den Optimismus betrifft. Vielleicht traust du dich gar nicht mehr so in viele Dinge optimistisch zu schauen und du bist natürlich mit den 4 der Kelche unzufrieden. Ja, du bist gefrustet im Oktober. Okay, trotzdem gibt es natürlich Dinge, die dir Freude machen und an die solltest du dich unter allen Umständen auch halten. Also schaffe Ausgleich. Liebevolle Fürsorge haben wir mit dem Ritter der Kelche, also partnerschaftlich scheint es gut zu funktionieren. Wir haben das Ass der Stäbe. Man macht sich etwas vor, wenn man denkt, man könnte jetzt im Oktober durchstarten. Ich glaube, dass man sich für etwas begeistern kann, aber man sollte es eben nicht forcieren, also um jeden Preis irgendwas durchsetzen oder umsetzen wollen. Ich glaube, es wäre nicht gut, es würde eher zu Frust noch mehr führen. König der Schwerter. Man hat viel zu sagen oder hätte viel zu sagen,
zu den Dingen. König der Schwerter ist ja auch deine Energie. Wir haben den Magier, das ist sehr schön in Bezug auf Gefühl. Deine Gedanken beflügeln dich, bringen dich voran, setzen deine Prioritäten und die Heilung. Es findet Heilung statt. Es ist nur so, dass du dich so ein bisschen durch den Oktober durchkauen musst. Ja. Eher Ende des Monats, denke ich, wird das Ganze ein bisschen aufgelockert. Der Oktober, ja, ist von Zurückhaltung, von vielleicht auch nicht so schöner Kommunikation geprägt. Man möchte viele Dinge nach vorne bringen. Man fühlt sich ausgebremst und man ist enttäuscht, vielleicht auch von Personen. Die liebevolle Fürsorge ist da, Freundschaft, Liebe, Partnerschaft oder eben auch schöne Freundschaften. Aber man hat hier ein bisschen ein, ja, sagen wir mal, ein zu hoch gestecktes Ziel, ein zu gewagtes Risiko, irgendwas in der Hinsicht. Du beobachtest das und lässt dich vielleicht auch dahingehend beraten und bleibst dann doch etwas zurückhaltender. In der Energie der Eigenliebe und so weiter versuchst du zu manifestieren, was dir wichtig ist. Das ist auch gut so. Und du erfährst auch Heilung. Bedeutet, dass wir zum Beispiel mit dem rückläufigen Saturn in den Fischen uns selber auch besser ergründen können, uns selber auch besser kennenlernen können und auch vielleicht ein Stück weit verstehen, warum wir selber manchmal uns im Weg stehen, warum wir vielleicht auch ja, enttäuscht sind, weil wir eben auch uns sehr viel vornehmen, sehr viel hineininterpretieren, was wir glauben, was da rauskommen könnte. Und durch diese hohen Erwartungen werden wir dann eben enttäuscht, ja. Und du wirst dir zumindest Ende des Monats klar darüber, dass du da so ein bisschen eine Lösung finden solltest und vielleicht auch Unterstützung brauchst, ja. Weil dich vieles auch aufregt, ja, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Du bist in einer Sache da auch sehr stur. Vielleicht geht es um diese Sache, die du dir in den Kopf gesetzt hast, ja. Nicht immer ist das, was wir gut finden, auch gut für uns, ja. Und zum anderen ist da auch so ein bisschen diese Zurückhaltung, die Dinge jetzt auch in die richtige, Fahrspur zu bringen, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass du etwas mehr erwartest von dir selbst und von anderen, etwas umsetzen möchtest, was ich auch verstehe. Aber wenn die äußeren Umstände nicht so geeignet sind, dann brauchst du, habe ich auch schon mal gesagt, einen Ausgleich. Dann solltest du auch eine Möglichkeit haben, dich um dich selbst ein bisschen zu kümmern, wenn es eben auch haarig ist. Wir haben den Elefant, lerne aus der Vergangenheit. Da sind wir auch wieder bei den Rückläufigkeiten, dass man da eben auch so ein bisschen die Energie, die, wo was nicht so gut geklappt hat, dazu verwenden sollen, herauszufinden, was wir in Zukunft machen können. Also lernen aus Fehlern, lernen aus Fehlentscheidungen, neue Entscheidungen zu kreieren. Ich lese aber mal vor, was der Elefant besagt. Auch wenn wir uns oft wünschten, wir könnten die Vergangenheit hinter uns lassen, erinnert uns der Geist des Elefanten daran, dass Erinnerungen bedeutsam sind. Wir müssen die Weisheit früherer Generationen respektieren, in deren Traditionen, die sie an uns weiterreichen. Der Respekt vor der Gemeinschaft und die Verbundenheit ihrer Mitglieder untereinander zum Ausdruck kommt. Was gestern war, prägt das, was wir heute erfahren. Und niemals dürfen wir unser Erbe der Stärke und Würde vergessen. Der Geist des Elefanten tritt mit seiner Botschaft auf, dass wir würdigen sollen, was vor uns kam, um daraus zu lernen. Wir alle sind erinnerungsorientierte Wesen und wir müssen wissen, woher wir kommen, um zu verstehen, wo wir jetzt sind und wohin wir gehen. Dabei können die Geschichten über das, was du persönlich erfahren hast, die Geschichten in unserem kollektiven Gedächtnis und die Geschichten der Beziehungen, die du hattest, auf sehr unterschiedliche Weise erzählt werden. Welche Art von Geschichte wirst du erzählen? Der Geist des Elefanten ermutigt dich, ihr eine Form zu geben, die in dir ein Gefühl der Stärke und Würde bewirkt, denn du erweist dir selbst Respekt, indem du dich dafür entscheidest, aus deiner Vergangenheit zu lernen. Der Allgeist hat seine Freude an deiner Bereitschaft zu lernen und zu wachsen. Okay.
Es bedeutet ganz klar, dass du auch deine Fehlentscheidungen, deine Fehler, deine Macken, deine negativen Einstellungen heranziehen solltest, um daraus etwas zu machen, was dich weiterbringt, was dich nach vorne katapultiert. Zwar nicht so schnell, aber wo du sagst zum Beispiel, meine Unzuverlässigkeit hat mir aber gezeigt, dass ich sehr viel lernwillig bin, also an vielen Dingen interessiert bin. Nun muss ich aber selber daraus lernen, dass ich diese Dinge nicht hundertprozentig ausüben kann, weil es zu viele sind. Also muss ich mich darauf konzentrieren, vielleicht ein, zwei, höchstens drei Dinge anzugehen. Das ist der Punkt. Ich habe also etwas aus diesen negativen Erfahrungen gelernt. So, im zwischenmenschlichen Bereich ist es so, dass man eben sich das ein oder andere auch schon mal von jemandem hier abgucken kann, dass einem jemand einen guten Rat geben kann und dass man daraus eben auch neue Impulse findet, was einem Freude macht und wie man damit umgehen kann. Und man heilt, also Dinge, die vorher nicht gut gelaufen sind, heilen ja dadurch auch. Also wenn du was daraus mitnimmst, wenn du mit jemandem eine schlechte Erfahrung gemacht hast, enttäuscht wurdest, dann sollst du diese Enttäuschung ja nicht aufrechterhalten. Du sollst diese Enttäuschung zu etwas machen, was dich beim nächsten Mal zum Beispiel vorsichtiger macht oder in gewissen Punkten eben auf gewisse Sachen achten lässt. Also das ist das. Auch die Vergangenheit sind ja auch unsere Ahnen, unsere Eltern, Ureltern und so weiter, wo wir eben auch vielleicht aus deren Geschichte etwas lernen können. Oder vielleicht auch im Umgang miteinander, mit älteren Personen meinetwegen. Inwieweit man da auch Respekt zollt oder auch Dinge erfährt, die man vorher noch nicht wusste. Ja, auch das ist möglich. Wichtig ist, denke ich, dass du dich liebevoll kümmerst, dass das entsprechend auch zurückkommt und dass du selber auch merkst, wenn du wie hier zu hoch greifst, was deine Ziele betrifft. Wenn du Luftschlösser baust, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne, die vielleicht mit der Realität nicht konform gehen und wo man dann auch Schwierigkeiten hat, das umzusetzen, dass du dich mehr auf die Dinge konzentrierst, die tatsächlich auch momentan durchführbar, machbar sind, damit du dann vielleicht später mal dahin kommst. Ja? Aber das jetzt von jetzt auf gleich wird wahrscheinlich nicht gelingen. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Es kommt immer auf die Sache drauf an. Du ärgerst dich oder hast dich geärgert über etwas, über jemanden. Verständlich, aber es ist wichtig, dass du aus diesem Ärgern nicht einen allgemeinen Groll machst, sondern eine Entwicklung, etwas zu verbessern. Wir können ja alle viel meckern und sagen, das gefällt mir nicht, aber was bin ich selber bereit, auch dafür zu tun, dass diese Dinge besser werden? Warte ich jetzt darauf, dass jemand mir das aus der Hand nimmt und dass jemand sich drum kümmert, weil ich gemeckert habe? Oder könnte ich vielleicht auch selber etwas tun? Könnte ich selber etwas machen? Das ist hier die Frage. Ne? Man soll ja aus der Vergangenheit etwas Negatives in etwas Positives wandeln, indem man daraus lernt. Hier haben wir zum Beispiel, wo setze ich meine Prioritäten? Natürlich muss ich mich auch um Dinge kümmern, die ich ungerne tue. Und vielleicht mache ich die zuerst und dann die schönen Dinge. Zum Beispiel, ja. Hier haben wir auch, wie man damit umgehen kann. Liebevolle Energie. Der Magier ist ja auch gefühlvoll damit umgehen. Aber wir dürfen, wie gesagt, keine Luftschlösser bauen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir selber uns erkennen durch den Rückblick, durch die Arbeit an uns selbst und damit eben das voranbringen, was derzeit möglich ist. Im Rahmen, wie gesagt, dessen, was geht. Ja? Und das kann natürlich auch für dich als Zwilling manchmal ganz schön, ja, ich sag mal, frustrierend sein, wenn die Dinge nicht so laufen, wenn man hier vielleicht mit Kritik zu tun hat, wenn man nicht so machen kann, wie man möchte. Aber das geht jedem von uns auch ab und an mal so. Und jetzt gilt es natürlich, da nicht aufzugeben und in Frust zu verfallen, sondern tatsächlich sich auch der Würde bewusst zu sein, die man trägt, dass man schon so viel auch hinter sich gebracht hat, so viel erreicht hat. Und durch Beobachtung ist man ja selber vielleicht auch zum Fachmann oder zur Fachfrau geworden und kann anderen gute Ratschläge geben, sich mit anderen zusammenschließen und Wunden heilen. Auch das ist durchaus auch möglich im Oktober.
Kommunikation über Missstände hier, Austausch, bessere Möglichkeiten finden, auch ja, an seiner Meinung, seiner Einstellung auch nicht loslassen, ja, aber eben auch nicht zu stur an Dingen festhalten, die einfach nicht umsetzbar sind. Das ist immer so die Gratwanderung. Was geht nicht? Und ja, wann ist die Sache sozusagen zu hoch gegriffen? Wenn sie dich zu viel Kraft kostet, wenn sie zu viel Zeit in Anspruch nimmt, sodass du keine anderen Dinge mehr umsetzen kannst. Und ja, du musst dich auch eben auch um Unliebsames kümmern, so wie wir alle. Aber gute Sachen werden nicht verloren gehen. Und das ist das Wichtige. Und das ist das, was dich natürlich auch weiterbringt. Ja, wir schauen uns das gleich noch in der Beziehungslegung an. Und ich bin schon sehr gespannt und sag bis gleich. So, meine lieben Zwillinge, wir sind bei der Beziehungslegung für den Oktober, allgemein natürlich für die Zwillinge. Wir haben für den Zwilling natürlich Neptun zu Beginn des Monats, Intrigen und Lügen, aufpassen, auch in Beziehungen natürlich. Dann haben wir eben auch Merkur, der dann eben auch die Redefreiheit wieder ein bisschen bringt, wo man sich austauschen kann. Mars hilft bis zum 10. und du sollst natürlich auch daran mitwirken, dass die Klärungen erfolgen. Frust kann es am 10. geben in Beziehungen und Gespräche, Klärungen, weiterführende Bereinigung von Missverständnissen ab 20. Da funktioniert das. Und mit der Venus in der Jungfrau ist natürlich, ja, ich sag mal, die Verlässlichkeit oberstes Gebot und kann bisweilen auch ganz schön nerven, denke ich mal, ja, weil du dir der Sache sicher bist, aber vielleicht dein Gegenüber nicht. Also diese Legung ist für Paare wie für Singles. Es geht einfach darum, die Energien einzufangen und mal zu schauen, was die Karten den Zwillingen denn raten, was du daraus machst, wie du damit umgehst, ist selbstverständlich deine eigene Entscheidung. So, was für eine Energie haben wir denn jetzt in Beziehungen? Wir haben die 7 der Münzen. Da geht es um Detailfragen. Das ist das, wo ich sagte, das kann ganz schön nervig sein. Vielleicht geht es darum, dass du Rede und Antwort stehen sollst, was jetzt überhaupt dein nächstes Ziel ist in der Beziehung oder wie du so unterwegs bist. Thema ist die 9 der Münzen. Die 9 der Münzen ist natürlich auf der ersten Seite erstmal Unabhängigkeit, Freiheit. Was ist der nächste Schritt zur 10 der Münzen, zur Stabilität und Sicherheit, aber auch Selbstfürsorge? Ja, jeder in dieser Beziehung muss sich auch um sich selber kümmern. Wir haben den Ritter der Schwerter. Das ist eine sehr schnelle, unüberlegte Energie. Es kann auch eine Wandlung sein, die eben von dir erwartet wird oder wo sich was tut. Auf der anderen Seite haben wir die 5 der Münzen, da ist der Rückzug drin, auch die Einsamkeit natürlich. 5 der Kelche ist immer auch, mein Einfluss ist beschränkt, ne? Ich fühle mich da vielleicht auch nicht involviert. Und das kann natürlich dazu führen, dass man sich da auch so ein bisschen außen vor fühlt, ne? Wir haben den Hierophanten, man fühlt sich sehr innig verbunden, das ist sehr gut. Ja, dass man eben auch diese Verbindung als stark empfindet. Und wir haben den Ritter der Stäbe. Man möchte was riskieren. Man möchte vielleicht dem anderen jeweils zeigen, wie wichtig er oder sie einem ist. Das passiert unbewusst. Man möchte auch wissen, wie wichtig man dem anderen jeweils ist, ne? Ein Neuanfang, ja, 14. ist ja Neumond in der Waage und die 9 der Kelche. Nun, wir haben hier sehr viel Gefühl drin. Wir haben hier auch die Verbundenheit. Wir haben hier die Risikofreude und wir haben die Einsamkeit und schnelles, unbedachtes Handeln. So, erstmal sollte man, bevor man handelt, gut überlegen, ja, vielleicht auch die Detailfragen erstmal klären. Wo stehen wir in der Beziehung? Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Wie haben wir das bisher gemacht? Was ist gut gelaufen, was nicht? Und wie können wir das machen? Und Freiheit und Unabhängigkeit sind vielleicht beiden wichtig oder stehen halt auch so ein bisschen im Weg, ja, sich nahe zu sein. Vielleicht geht es auch um Karriere, kann ja auch sein. Wir schauen mal. Die 9 der Münzen. Da ist die 7 der Stäbe. Jeder hat so seine Vorstellung davon. Jeder verteidigt und steht für seine Gedanken ein, die er oder sie hat, was Freiheit, was Beziehung bedeutet, wie man dazu steht. Man muss natürlich oder sollte einen Konsens finden. Wir haben den Ritter der Stäbe. Also du wagst sehr viel, du bist sehr mutig, risikofreudig, ja. Und dein Gegenüber ist sich noch nicht ganz schlüssig mit den 2 der Stäben.
ob das so für ihn oder sie passt. So, vielleicht geht es auch darum, wirklich einen Konsens zu finden. Die Beziehung ist da, König der Kelche, da haben wir wieder die skorpionische Energie, die ja auch im Monat Oktober eine wichtige Rolle spielt. Man hat seine eigenen Vorstellungen, man erzählt vielleicht nicht so viel darüber, ja. Und trotzdem fühlt man sich verbunden, klar. Und hier haben wir die 10 der Schwerter. Okay, das ist eben auch die Erfahrungswerte, die man gemacht hat, die unbewusst eine Rolle spielen, also Vergangenheit, ne, wo man eben vielleicht auch schon enttäuscht wurde, wo man dann auch eben Angst hat, zu viel von sich preiszugeben. Trotzdem sollte man aufeinander zugehen. Wir haben hier Gerechtigkeit, vage Energie, Harmonie herzustellen, indem man einander eben auch zeigt, wie man fühlt. Man muss nicht immer reden, man kann es auch zeigen. Und die 9 der Kelche ist eben auch strategisch vorgehen. Wie können wir diese Beziehung so gestalten, dass wir beide damit zufrieden sind, dass wir beide unsere, ich sag jetzt mal, unsere Gefühle offenbaren, aber eben auch unsere Freiheit genießen können. Also miteinander eine schöne Zeit verbringen können, uns natürlich auch vergewissern, dass wir einander irgendwo verantwortlich sind, ja, also dass wir bestimmte Regeln gemeinsam aufstellen, die wir dann auch möglichst einhalten und wo wir dann auch mal natürlich auch als Alleinperson irgendwas machen oder entscheiden können, ja. Aber es kann schon sein, wenn man das zu sehr vernachlässigt, da haben wir eine Karte, dass man sich einsam fühlt, ja. Dass man sich einsam fühlt, weil eben gewisse Dinge noch nicht oder vielleicht auch nicht da sind oder vielleicht auch falsch verstanden werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, die skorpionische Energie ist auch so ein bisschen misstrauisch und so und ist auch so ein bisschen, ja, hinterfragend, ist das jetzt alles so richtig? Wenn ich mich jetzt in eine Beziehung begebe, habe ich dann noch genug Freiraum oder muss ich mich da unterordnen, ne? Und es geht darum, dass man ehrlich ist. Das Schwert und die Rose, ja, die Aufrichtigkeit, die du als Zwilling mitbringst, die Wahrheit, ja, dass man der Wahrheit verpflichtet sich fühlt und dass man eben auch die Beziehung schützt. Ja, schützt vor Einsamkeit, schützt vor Unwahrheiten, ja, weil da kann ja dadurch, dass man eben gewisse Dinge für sich behält, auch Missverständnisse können da auftauchen. Es kann sein, dass man missverstanden wird. Dazu sollte man sich ab und an auch mal Zeit nehmen, eben auch zu schauen, inwieweit könnte das für mein Gegenüber eben auch schwierig sein, damit klarzukommen. Also nicht nur auf deiner Warte das zu sehen, dass du sagst, ich muss mich jetzt darum kümmern, also muss mein Partner Verständnis dafür haben, sondern eben auch abzustimmen, wie man das handhaben möchte, ohne dass man gleich in Stress gerät. Ja, wir haben hier die 3 der Stäbe strategisch vorgehen, dass eben die Gefühle des anderen, des jeweils anderen nicht immer verletzt werden, ungewollt, ja, dass man einen Konsens findet. Also auch wieder, dass man aufeinander zugeht. Und das kannst du eben gut am 20. klären, am 10. führt es vielleicht zu diesem Gefühl der Einsamkeit. Und wie gesagt, man muss nicht alles bis ins kleinste Detail besprechen, aber man sollte eben auch mal versuchen, die Dinge dem anderen verständlich zu machen, ja. Und da geht's eben auch mit den 7 der Stäbe dazu, den Standpunkt des jeweils anderen erstmal anzuhören und versuchen zu verstehen. Wir haben hier den Wunsch nach einem Neuanfang und dass das gut klappt, dass das fair ist, ne? Und dann haben wir eben auch die 9 der Kelche. Das geht nur, indem wir uns überlegen, wie handhaben wir das? Dazu haben wir den Beobachtungsposten. Bedeutet auch, wir schauen uns an, wie es bisher gelaufen ist, was gut war, was nicht so gut war, ähnlich wie bei den Rückläufigkeiten. Und was können wir tun, um das zu verbessern? Da ist natürlich jeder in der Beziehung gefragt, daran auch mitzuwirken. Ja, also es ist nicht Sache eines Einzelnen, sondern dass man da die Dinge auch ansprechen kann. Also es geht um den Blick fürs Ganze, Objektivität, neutrales Beobachten aus der Distanz. Die Beziehungsbotschaft. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Gefühle gehen mit uns durch und wir hören etwas ganz anderes, als der andere sagt. Es ist wie das Echo einer unbewältigten Erfahrung der Vergangenheit, das als eine Art Synchronstimme den gegenwärtigen Dialog überlagert. Das sind eben so die Altlasten, die jeder so mit sich rumschleppt, ja. Und da kann man sich eben auch, ja,
schwer vor schützen. Tritt, wenn dies geschieht, innerlich einen Schritt zurück, bevor du reagierst. Wahrscheinlich hat dein Gegenüber keine Ahnung, was seine Worte in dir bewirken. Versuche, die Situation aus dem Abstand heraus zu verstehen. Vertraue eurer Verbindung und darauf, dass ihr immer wieder zusammenfinden könnt. Begeb dich auf eine höhere Betrachtungsebene und bleibe offen in Bezug auf das, was du in dir selbst, in anderen und um dich herum beobachten kannst. Ehe du es dich versiehst, werden sich die Dinge zum Besseren gewendet haben. Und das haben wir ja hier mit der Strategie. Wir müssen uns eine Strategie überlegen, wie wir das handhaben können, wie wir dafür sorgen können, dass beide Seiten sich eben wohlfühlen dabei, dass beide Seiten sich eben nicht zu kurz gekommen fühlen und dass man eben, sich auch ein bisschen Mühe gibt, auch daran mitzuwirken, ne? Und das nicht so abtut oder so, ja. Wir haben Liebesanruf, ja. Liebe zeigen, Liebe, Liebesnachrichten, aneinander denken und jemanden informieren, genau. Es geht darum, den anderen mit einzubeziehen, den anderen nicht außen vor zu lassen und ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen. Es geht darum, immer mal wieder aufzuzeigen, du musst dich nicht einsam fühlen, ich mache das und das, ich erzähle dir alles genauer, wenn ich das geklärt habe und so weiter. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten und mit den 7 der Münzen geht es auch darum, dass du in Beziehungen einfach mal ein bisschen genauer hinschaust, wie es deinem Gegenüber geht. Ja, und dass du da eben auch bereit bist, dich so ein bisschen gefühlsmäßig drauf einzulassen. Das ist wichtig. Der Neuanfang geht nur, wenn du eben auch bereit bist, einen fairen Umgang zu planen und mit dem anderen eben auch mitzufühlen, dich auf die Situation, die Person einzustellen. Umgekehrt natürlich genauso. Ja, wir haben hier, dass du viel riskierst und viel einbringen möchtest. Du möchtest viel Leichtigkeit, aber Beziehung ist auch ein Stück weit Arbeit. Das muss man einfach sagen. Ja, und da gilt es eben auch ansatzweise zumindest den anderen zu informieren, damit er sich oder sie sich nicht einsam fühlt. Ja, Liebesbezeugung, kleine Hinweise, kleine Nettigkeiten tun manchmal Wunder. Also lass dich im Oktober nicht davon abhalten, deinem Gegenüber mit kleinen Aufmerksamkeiten zu zeigen, wie sehr du ihn oder sie wertschätzt. Das ist eine schöne Idee, einfach mal so ein bisschen das aufzulockern und eben auch für den anderen da zu sein. Finde ich sehr, sehr schön. Ich wünsche dir einen wunderschönen Oktober, viel Erfolg und natürlich, dass das gelingt, dass du dann eben auch mehr Zugang findest, der andere vielleicht auch sich dadurch positiv auch gesehen fühlt. Das wäre schön. Schreib's gerne in die Kommentare, wie du das umgesetzt hast, wie du das erreicht hast oder wie viel dir das auch bedeutet und wo es funktioniert hat, würde mich interessieren. Ich wünsche dir dabei viel, viel Glück. Und wenn du weitere Fragen hast, eine persönliche Legung brauchst oder auch persönliche Fragen stellen möchtest, unten in der Infobox findest du die E-Mail-Adresse, die Homepage, die Kontaktaufnahme, also wenn da irgendwas ist. Und lass gern ein Däumchen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Oder wenn du vielleicht auch jemandem sagen möchtest, schau dir das mal an. Also, hab einen schönen Oktober. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.